Okay, komm, dann fahren wir mal zur Delia. Oh, ein Licht ist kaputt. Hoffentlich hält uns nicht die Polizei an. That dead one's close enough to see us. So, das heißt, wir können aber mal den. Das nervt mich immer, wenn da ein Wegpunkt ist, den ich gar nicht mehr brauche. So, ab zur Delia. Platsch. Ui, was ist das denn? Ich hätte gerne eine Hupe. Leute, ich muss mal gleich mal gucken, wo die Hupe ist. Ich kann sie nämlich anlocken. We got a passenger. Alter. Das waren ein paar, würde ich sagen. Oh, mein Benzin ist gleich alle. Klar, ich spiele noch eine Weile heute noch. Ich bin zwar mega müde gerade, habe die Nacht auch irgendwie nur 4 Stunden geschlafen oder so, aber hat sich gelohnt. So, erstmal alles looten. Der Typ, der kann doch bestimmt auch looten, oder? Oh, real smart. Now we're in it. Komm doch rein, Mensch. I'm getting good at this. Benzin ist super. Was ist hier so besonders an dem Haus? Stimmt, der hat ja Machete. Eigentlich sollte ich mal die Waffen tauschen. No sign of a threat. Dass die Machete der Lane kriegt, weil Lane ist einfach der Beste. So, was ist an diesem Haus jetzt aber so geil gewesen? Habe ich irgendwie nicht verstanden. Remember, always take bloaters out from a distance. You don't want that toxic stink anywhere near you when they pop. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Dingsbums da. Viel Lernen du noch hast. Gib ihr! Richtig. Ins Gesicht, Junge. In dein Face. So, okay, ab zur Karre. Packen wir mal rein. So, wir müssen eh einmal tanken, einmal lassen wir. Eigentlich könnte man immer einmal im Auto lassen, ne? Wir bräuchten noch ein größeres Auto. Es gibt bestimmt noch geilere, größere Autos, würde ich ja fast behaupten. Wo man dann einen größeren Kofferraum hat, logischerweise. Oder nicht? Ist Hamsterli eigentlich noch da? Oder ist er schon auf dem Weg ins Krankenhaus? Boah, ich stelle mir das voll aufregend vor, wenn du nicht weißt, wann es soweit ist. Du immer auf deine Frau vertrauen musst, wann sie denn die Wehen kriegt. Kann ich ihn jetzt hier looten, da? Kann man die Feuerwehr hier mitnehmen? Oh ne, die sieht ein bisschen kaputt aus. Ich brauche ein größeres Auto, Leute. Ich brauche ein größeres Auto. Noch da. So, jetzt erstmal ab. Ich lass mich die ganze Zeit ablenken. Ich will am liebsten jedes Haus looten. Das ist echt krass. Guck mal, wir können fliegen. Juhu! Oh, hier gibt es noch Überlebende oder was? Überlebenden gefunden. Also nicht die da. Sondern hier drin. The whole mess of zombies on the move, guys. Anybody out there? Help! Alter, seid ihr viele?
Steig ein, Kollege. Warum ist der eigentlich ausgestiegen, der Trottel? So, eine kommt da noch. Diese scheiß Errungenschaften bei Microsoft, die muss ich ausstellen. So, cool, man kriegt auf jeden Fall pro getöteten Zombie. Oh, ein Army-Typ! Was, Bonilla? Hey. Hey. Ich hatte gehofft, eine Infektionsherde in der Nähe zu beseitigen. Kannst du mir helfen? Toll. Abstimmen oder... Ne, wir machen es auf jeden Fall. Ich werde helfen, die Nachbarschaft könne einen anderen Zombie weniger vertragen. Los, Kollege, Schnürschuh. Sind beide von der Army. Wir schaffen das. Aua, als Maul. Das sind ein paar wenige. Viele. Wir brauchen eine Pause. Ja, brauchst du. It seems we're on the same page. Easy. What's up? Willst du schon abbrechen? Nee. Lass uns dich nach Hause bringen. Okay. Wo ist denn sein Zuhause? Wo kann ich eigentlich die Mission? Das ist die... Aber wo ist denn jetzt von dem Typen das Zuhause? Meint er damit unser Zuhause? Oder was meint er damit? Ne, wir fahren jetzt erstmal zu der. Hey there. Make yourself at home. I see somebody I don't like. Da ist er. Ah ne, das ist Muddy. Better get that bloater from a distance. Guck mal, wie viele Überlebende jetzt hier sind. Sie backt jetzt hier am Auto. Hört man voll. Wow. Was war das? So. Okay. Schön alles klauen wieder. Die Schaulustigen, ich bin froh, dass du dich meldest. Wenn du handeln willst, gib Bescheid. Und falls wir Probleme bekommen, melden wir uns ebenfalls. Ja, was ist das für ein Deal? Du kannst dich jederzeit melden. Unser Funk ist immer an. Bei diesen Typen können wir einige Waren und sogar Rekruten bekommen, wenn wir unsere Trümpfe richtig spielen. Okay. Ich kann auch einfach klauen hier, guck. Sometimes hope can pay off. Lebensmittel brauche ich gerade eigentlich gar nicht. Die lassen wir mal hier. Scheiß drauf. Muni ist super. Aber Schrotze habe ich gar nicht. So, das war's. Mehr kann ich jetzt bei denen hier nicht machen. Kann aber hier ein bisschen mit denen. Hey, you're not dead. Ich kann keinen weiteren Bewerber, bliblablub. Wir können handeln. Bedrohen? Warum sollte ich den bedrohen? Watch your back, okay? Warum sollte ich den bedrohen? Verstehe ich nicht. Look who always brightens my day. Listen, you be safe out there. Das verstehe ich nicht. Good to see ya. Watch your back, okay? Das machen wir nicht. I see a new face over there. Ein Herz für mich. Can't do it. Laut. Oh, Muni. Die haben wir gebraucht.
Okay, Jungs, Abflug, ab zum Auto. Wieso können wir die dann aber nicht anwerben? Ich würde die gern anwerben. Hey, you're not dead. Bedrohen, Infos über Lebende, Handel. Let's make a deal. Might as well. Kaffee, eine Tasse Kaffee, nutzbar. Ah, guck mal, das ist sogar nicht schlecht. Aber das kostet halt 6. Alter, 60. Aber ich glaube dann. Jetzt habe ich mir einen Kaffee gekauft für 60. Was hat der denn? Der hat. Der hat da Dings um sich. Zeitung. So, ja gut, dann müssen wir halt wieder nach Hause jetzt. Nützt ja nichts. Ja, Lebensmittel gehen kaputt. Wir brauchen ein Lager, Leute. Wir müssen mal ein Lager bauen. Ja, ja, aber ich will die ja rekrutieren. Okay, wir haben jetzt einen Wachturm. Vor allem wird es endlich wieder hell. Es war ganz schön lange dunkel gerade. Zeig mal den Wachturm, bin ich mal gespannt. Wir brauchen ein Lager. Oh, kannst du hier nicht durch? Was ist das denn? Der Chinese kannst du really? So. If you're up for playing good neighbor, we'd be grateful. Yes. So. Munition! Papa hat Munition gebracht! Hiwi! Hä? Wo? Jetzt. So, ist der Typ jetzt bei uns oder wie? Nice job, guys. You want something? Lass uns dich nach Hause bringen. That's a good idea. Ja, aber wo wohnt der denn? Jetzt guck ich mir erstmal meinen Außenposten an. Beziehungsweise Quatsch, meinen Wachturm. Das ist der Wachturm, oder was? Okay. Zugang zu Wasser würde unser Zuhause verbessern. So, Ansehen. Zerstören wollen wir nicht. Wir könnten ausbauen, aber dazu brauchen wir Schaltkreise. Teil eines Schaltkreises. Minus Munition pro Tag. Guck mal, die sind fröhlich jetzt, weil wir einen Wachturm haben. Nice. Hey, was machst du denn? Bieg da einfach links ab, ich sag's euch. Ach, guck mal, hier. Hey, how's it going? See you soon, I hope. Wollen wir jetzt hier irgendwas machen? Oder? Okay, wir sollen auf jeden Fall noch einen Außenposten bauen. Dann wäre das eigentlich sinnvoll, einen Außenposten direkt hier daneben zu machen. Das Ding hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. This place is clean. Machen wir jetzt einfach. Ich will mal gucken, was da auch passiert. Was haben wir denn hier? Charakterwechsel im Außenposten. Schließfach im Außenposten. Schutzzone um den Außenposten. Ist halt ein scheiß Außenposten, aber egal, komm. Was? Der kostet 250? Du kannst dich mal am Arsch lecken, Kollege Schnürschuh. 200? Never, Alter. Never, ever, ever, never. Dann nehme ich irgendwie einen cooleren. Zum Beispiel das Haus da hinten. Gucken wir mal, weil da war irgendwo zum Beispiel noch ein Schlafplatz und sowas. Das, die komische Dings da oben hat ja gar nichts. Wir brauchen halt ein Lager. Wie kriege ich ein Lager? So, hier ist noch nicht. Hier waren wir noch nicht fertig. Time to move on. So, jetzt sind wir fertig. Guck mal, hier gibt es zum Beispiel zwei Betten. Ort kann beansprucht werden. Der kostet. Was? Warum sind die denn jetzt auf einmal so teuer? Nicht total bescheuert? Waren die vorhin nicht viel günstiger? Also, ich meine, klar, es kommt drauf an, welche Außenposten.
Gucken wir uns das Haus da mal noch an. Na, guck mal, bei dem waren wir noch gar nicht. Das Auto können wir auch beanspruchen. I need a rest. Das hier können wir auch nehmen. Das hat bestimmt mehr Platz hinten drin. Ah, es hat kein Benzin. Best day of my life was the day five guys in high school beat the crap out of me. I had to go to the ER and everything. But I tried to fight them instead of taking their shit like I always had. And knowing I could do that was everything. Träger. Put them down, keep them down. So. If anyone's listening, maybe you could give me a hand. Okay, da war der nächste Überlebende auf jeden Fall. Oh, real smart. Now we're in it. Guck mal, Schaltkreise, die haben wir doch gebraucht für. Life's been hard lately, but we're figuring it out. Ja, spring halt raus und lass mich mit dem Zombie hier draußen alleine. Das ist ein Kamerad, sag ich euch. Alter, gefundene Gegenstände, wieder Waffen. Guck mal, Mechaniker-Lehrbuch. Muss irgendwas wegschmeißen. I can't carry that. Wenn ich das, kann ich das jetzt lernen oder was? Can't do it. Okay, er hat die maximale Anzahl. Okay. So, irgendwo ist jetzt noch was da, aber. We've still got Zeds to deal with. So. Aha. Nein, ich will looten. I can't carry that. Eine Taschentuchpackung, Alter. Ein Luxusgegenstand, Hygiene. 25 praktische Taschentücher. Mal was ins Auto bringen. Achso, die ist auch voll. Und die Taschentücher nehme ich mit. Da kenne ich nix. Da bin ich Fuchs. Okay, Wanderer hat er auch schon wieder geupdatet. Ich jetzt noch wüsste, wo die waren. Die waren hier. Im Bad. Taschentücher. So. Das heißt, wir brauchen Benzin. Und nehmen dann den Van hier auf jeden Fall auch mit. Willst du da auch rübergehen? Mongo. Ja, mach halt noch das zweite Tor auf. Der Typ. Nein, da gehe ich nicht durch. Ich möchte, dass es komplett offen ist. So. Sehr gut. Jetzt ist der Schau auch müde, ne? Aber guck mal, jetzt ist wieder zu hier. Warum auch immer. Halt, ich wollte Benzin mitnehmen. Verdammt! Moment. Tür voll alleine zu. Anything hear that? So, ich brauche Benzin. Einen Packsack. The way our fuel supply looks, we're about to say goodbye to anything with a motor. So. Jetzt sieht's doch eigentlich ganz okay aus. Da oben fröhlich. Jetzt holen wir uns die neue Karre da hinten noch. Aber weißt du, der hier, der hat wenigstens viel Ausdauer. Der andere Typ, der hat ja gar keine Ausdauer, nix. So, wir tanken mal eine Runde. Einmal tanken!
tanken, bitte. So. Yes. Mann, ich will Auto fahren. Oh, hey. Hast du gesehen? Der hat mich geschubst. Jetzt kann einer nicht mitkommen. So ein Zweisitzer, sorry. Nach dem Lager wollte ich auch mal gucken. This load is quite heavy. Die Müdigkeit steigt schnell an. Ich glaube einfach, weil der auch so viel trägt die ganze Zeit. Die ganze Zeit trägt er so viel. Nein, nicht mein Rucksack. Seid ihr denn total bescheuert? I have all I can carry. So. Die Frage ist, wo wohnt der denn, Alter? Ist ein Fremder, ja. Aber weiß nicht, wo der hin will. Oh, hey. Later. Jetzt gucken wir mal unten. Wir haben ja unten. Hier hatten wir ja den Stromgenerator. Ist ja auch nichts getan. Lass jemand anders übernehmen. Wechsel zu einem anderen überlebenden Gemeinschaft, damit die Gesundheit regeneriert und sich der Müdigkeit und Trauma erholen kann. Guck mal, Generator auftanken. Plus 1 Zombie-Drohung für eine Stunde. Strom für diese Anlage eine Stunde. Brauche ich nicht. Müssen wir mit Dustin spielen? Was mit Bill? Warum hat denn der ein Ausrufezeichen darüber? Hat Barrikaden errichtet, ist gepflegt. Hat aber nichts, Alter. Der hat null Kämpfen, null Schießen. Der hat einfach nur Handwerk gut. Gott. Der ist erschöpft. Den können wir erstmal nicht mitnehmen. So, das sehen. Das sehen hat auch gute Cardo und Kämpfen. Ach komm, wir nehmen den. Tee. Ich spiele ein bisschen mit das sehen. So. Wo sind denn, die haben noch gesagt, halte nach Fragezeichen auf der Karte Ausschau. Aber wo sind denn Fragezeichen? Ich sehe gar keine. Da. Überlebender Not. Okidoki, was haben wir, was hat denn der hier für ein Inventar eigentlich? Ah, okay, ich habe gerade gesehen, O ist Funk. Funkgerät. Ah, funktioniert mich nicht mit Fahrzeugen. Okay. Nee, ich wollte jetzt gucken, was hat er dabei? Er hat hier dieses Hackmesser und einen großen Rucksack. Der ist gut zum Looten, pass auf. Aber ich frage mich immer noch, wo muss der hin? Ja, zählt für beides Blade. Für Xbox und für... Für... Du weißt schon, PC. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Typ hin ist, wo der hin muss. Das Ding ist, ich kann ihn nicht fragen. Pass auf. Das habe ich ja probiert. Ich kann nur... Aha. Infos über den Überlebenden. Da steht nur, dass es ein Fremder ist. Und ansonsten... You want something? Lass uns dich nach Hause bringen, dann macht er nichts. Smart thinking. Da kommt eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wo wohnt's denn, Junge? Ich kann mir nicht sagen, wo er wohnt. Juhu! Right here. Was? Bitte was? Mal Gunshop? Alter, Gunshop, da gibt's bestimmt Waffen. Was war das denn? Stuff gets broken. It happens.
Hackebeil finde ich eigentlich ganz geil, was der hat. No dead heads left around here. Aber Loot. Someone must have cleared the sound. Oder auch nicht. Immer schön randalieren, ist doch super. Man weiß ja, denkst du hier so Waffenladen? Hier gibt's bestimmt Waffen. Mit Muni. Yep, that's a keeper. Aber nix. Müssen noch Sachen zum Looten geben. Da. Ui, eine Schrotze. Eine Schrotze, geht auch. Ist das da nicht der Überlebende? Ey, Dude. Wo willst du hin? Bleib schön. Daneben nicht. Hast du Pech? Arschloch. Ach, vielleicht weil ich dem nicht gleich geholfen habe oder was? Das kann natürlich auch sein. Guck mal, ich habe noch gar keinen ausgerüstet. Ich glaube, weil ich dem nicht gleich geholfen habe. Der ist jetzt hier weg. Zumindest auf der Karte. He's still taking care of that thing we discussed? Sure, keine Ahnung. So, war jetzt hier irgendwo noch Loot eigentlich? Ja, einen Behälter muss es noch geben. Ah, da vorne, ne? Nee. Eine Behälter muss es noch geben. Hier. That was close. So. Are you fucking kidding me? Somebody needs to learn how to simmer down a bit. So, wo fahren wir denn jetzt als nächstes hin? Hier ist noch eine Scheune, ein Gehege. Ach guck mal, jetzt ist er hier hochgelaufen, oder was? Ne, das ist ein anderer. Wir brauchen eh ein paar Überlebende. Wie der Baum einfach nur wackelt. Fährt ein riesen Van gegen, aber der Baum ist einfach nur wackelig. Vorhin waren wir hier schon mal. Hey, Dude. Was geht mit dir? Meine Basis braucht dringend Materialien. Die blau, was? Vertäfelte Garage hat gut dafür abgesehen. Aber ich schaffe es nicht alleine. Kannst du helfen? Ich biete einen fairen Tausch. Na, was tauschst du denn? Ich helfe dir, ein paar Materialien zu finden. I hear you. After you. Nach dir. Boah, ein Beil. Das gebe ich dir nicht. Optional, durchsuche die blaue vertäfelte Garage. Die blau vertäfelte? Da hinten. I gotta watch the noise. Das war doch hier, wo das Herz war. Richtig. Chill doch mal. Hier kommt ja einfach durch. Amateur. If we get any more Zeds moving in around here, we might want to move out. Kämpfen auch geupdatet. Okay. Aber die blau vertäfelte Garage, will ich mich verarschen, das ist doch das Ding, oder? Noch ein Paket Materialien. Hier ist nichts.
Diggi, hier ist nix. Verstehe ich nicht. Hallo Mütze, guten Abend. Echt, stand es da? Das habe ich echt nicht überlesen. Der macht Stunk zu Hause. Eugen macht, Eugene. Eugen. Eugene macht Ärger zu Hause. Oh, eine Pistole, die nehmen wir mit. Den werden wir gleich mal ein bisschen Feuer unter Hintern machen. Wenn der zu Hause Ärger macht. Nichts gefunden. Okay, better get ready. Wie viel Nahrung man eigentlich findet, das ist schon crazy. Stay sharp. Zombies on our flanks. Irgendwo muss hier noch was zu bluten sein. Hä? Stand oben rechts, war schnell wieder weg. Okay, guck ich gleich mal. Müssen eh nach Hause den Loot wegbringen. Aber wo ist denn hier noch was zum Looten? Da steht auch 4 von 1. Potenzielle Ressourcen. Da. Time to move on. Sehr schön. 2 Betten. Was würde das Ding denn kosten? Wir haben nur 370. Wir brauchen aber demnächst mal einen Außenposten. Okay. Ja, aber hol. Warte, wir machen mal hier weg. Da ist die Garage oder was? Was ist das denn für ein Quark? Da oben. Komplett andere. I got a good feeling about that place. Careful. Don't set off the undead. Sind das viele. Zwei sogar von den... Das gibt schön Einflusspunkte. Schrei nicht so rum, Junge. Meine Schuhe ist kaputt. Ist nur noch einer, okay. Meine Tür ist kaputt. Guck mal, Jamie hat sich von der Erschöpfung erholt. So. Okay.
Okay. Guck mal da. This must be what we're looking for. Hast du mal einen Fund, den ich brauche? Wie gesagt, ich wäre bereit, dir etwas dafür zu geben. Hm, was denn? Ja, bitte sehr. Was gibt sie mir dafür? Thank you. Ja, aber was gibt sie mir jetzt dafür? Nix. Jetzt haut sie einfach ab. Tschüss. Einfluss. Einfluss gibt sie mir halt. Yeah. 25. This is the right place for another outpost. Hier gibt's Essen. Ja, die gibt mir Essen dafür. Aber wir haben jetzt Materialien gegen Essen getauscht. Ach du Scheiße. Schlechter Deal, Digi, schlechter Deal. Wir hatten nämlich genug Essen.